Seien Sie herzlich gegrüßt zur Hessenschau. Es ist Herbstanfang, gleichzeitig geht die Woche zu Ende. Ja, und die Diskussionen ums Sparen und ums Geld, die fanden heute auch im Hessischen Landtag statt. Die Landesregierung verplant ihr Geld für die nächsten 2 Jahre. Macht das Sinn in diesen unsicheren Zeiten? Und die Fridays for Future-Bewegung, die ist leiser geworden. Wie geht's da weiter? Das haben wir auch. Ja, ein Fußballtrainer vermittelt seinen Schützlingen sportliche Fairness, Durchhaltevermögen, eben sportliche Werte. Dieser ehemalige Jugendfußballtrainer soll dieses Vertrauensverhältnis maßlos ausgenutzt haben. 10 Jungen soll er mehrfach sexuell missbraucht oder vergewaltigt haben. Seit heute steht er vor Gericht. Er war unter anderem Trainer für den SVW in Wiesbaden. Vom Spaß auf dem Rasen zu beinharter Gewalt. Der Jugendtrainer soll seine Rolle ausgenutzt haben, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. Sven Alexander B. schweigt vor Gericht und er wirkt dennoch nicht nervös. Vor der Verhandlung scherzt er mit einem seiner Anwälte, lacht. Dabei werden dem 35-Jährigen aus Hattersheim vor dem Frankfurter Landgericht zahlreiche schwere Straftaten vorgeworfen. Dutzende Vergewaltigungen und einige Fälle von sexuellem Missbrauch. Die mehr als 60 angeklagten Taten sollen im Zeitraum von Januar 2014 bis Oktober 2021 ausnahmslos zum Nachteil von minderjährigen männlichen Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren begangen worden sein. Er sei in vielen Fällen geplant vorgegangen, so die Anklage. Jugendlichen habe er erst anonym gedroht, sich später im Verein als Vertrauensperson angeboten und sie damit dann nach Hause gelockt. In mehreren Fällen soll er die Geschädigten hierbei zuvor mittels Schlafmitteln und Alkohol zunächst betäubt haben und die sexuellen Handlungen sodann gefilmt haben. Aktiv war der Jugendtrainer in mehreren Fußballvereinen. Auch beim Drittligisten SVW in Wiesbaden. Spieler blieben hier aber wohl verschont. Der Fall Sven B. wurde im Dezember 2021 bekannt, sorgte bundesweit für Entsetzen und offenbarte Lücken im System. Für nicht lizenzierte Jugendtrainer etwa werden nach wie vor nicht einmal Führungszeugnisse verlangt. Welche Lehren wurden also gezogen? Die Sportjugend Hessen hilft Sportvereinen bei Fragen des Kindeswohls. Vieles sei freiwillig, der Beratungsbedarf sei aber gestiegen. Einmal natürlich die Trainer selbst zu sensibilisieren, wo sind ihre Grenzen, was dürfen sie nicht, wo können sie Kinder fördern, aber wo dürfen sie auch keine Grenzen überschreiten. Nicht gemeinsam duschen, nicht allein übernachten und also ganz konkrete Beispiele, keine Geschenke geben und so. In Hessen gibt es jährlich etwa 50 Fälle von Missbrauch in den 7500 Sportvereinen. Oft sind es Grenzfälle. Der Fußballclub Viktoria Sindlingen in Frankfurt hat solche Probleme nie erlebt und will die auch künftig vermeiden. Sie achten sehr konkret auf Alarmzeichen wie zu nahe Umgang oder unangebrachte Berührungen. Dazu haben sie sich ein eigenes Schutzkonzept ausgedacht. So ist beispielsweise auch die Mutter eines Spielers Ansprechperson. Zum anderen haben unsere Trainer ein Kinderschutzseminar besucht, haben sich eigenständig Verhaltensregeln gegeben, die wir als Forscher nochmal überprüft haben. Und unsere dritte Säule ist, dass jeder Jugendtrainer, jeder Betreuer bei uns ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss, bevor er mit seiner Arbeit beginnt. Das Konzept werde von allen im Verein angenommen. Niemand fühle sich hier unter Generalverdacht. Zurück zum Prozess. Fassungslosigkeit bei Familienangehörigen und Nebenklägern heute nach dem Verlesen der Anklage. Als ich die Akten gelesen habe, hat mich das schon sehr berührt, weil es außergewöhnlich ist. Was hier gelaufen ist, ist einfach nur böse. Es geht meinem Mandanten darum, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Ich denke, dass da Schutzmechanismen versagt haben. Der Prozess geht bis Ende November weiter. Alle Opfer werden noch vernommen werden müssen. Für sie wohl ein erneuter Albtraum. Sven Alexander B. drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ja, die Preise, die explodieren gerade im Moment. Wir alle achten darauf, was die Dinge kosten, wie hoch die Energiekosten sind, die da auf uns zurollen. Genauso macht es auch das Land Hessen. Und in dieser unsicheren Situation will es seinen Finanzplan, also den Haushalt, gleich für die nächsten 2 Jahre verplanen. Macht das denn Sinn? Das fragen wir gleich unsere Korrespondentin Ute Wellstein, wollen aber erst mal schauen auf diese Diskussion da heute im Hessischen Landtag.
Ein Jahr vor der Landtagswahl werden die Finanzen zur Chefsache. Und so sind Ministerpräsident Rhein und sein Stellvertreter Al-Wazir heute in Wiesbaden mit dabei, als Finanzminister Michael Boddenberg seinen Entwurf für den Doppelhaushalt 2023-24 vorstellt. Wir sind in der Lage, allen aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Das ist so in dieser Krise wie in der Pandemie. Und ich glaube, dass wir damit auch für eine gewisse Sicherheit sorgen in unseren sicheren Zeiten. Eine stabile und nachhaltige Finanzpolitik strebt die Koalition trotz drohender Rezession an und will besonders viel Geld in die Hand nehmen für den Klimaschutz, 1,8 Milliarden Euro, für rund 4.000 neue Stellen an Schulen und für knapp 500 neue Stellen in der Justiz. Insgesamt knapp 70 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre. Noch nicht eingepreist ist die Beteiligung des Landes am dritten Entlastungspaket des Bundes, das nächste Woche verhandelt wird. Etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr dürfte das Hessen zusätzlich kosten. Es wäre eben auch einfacher gewesen, hätte man sehr viel frühzeitiger mit den Ländern geredet und ihnen nicht verkündet, wie ein solches Paket aussieht. Dann hätte man möglicherweise auch das ein oder andere Abstimmungsproblem, aber auch das ein oder andere atmosphärische Problem verhindern können. Schlechte Stimmung droht auch im Landtag. Die Opposition ist nämlich sicher, dass die Krise mit diesem Konzept nicht bewältigt werden kann. Der Entwurf der Landesregierung ist fantasielos, findet die FDP. Er sei völlig ungeeignet, um die Krisen zu meistern, urteilt die Linke. Die AfD sieht eine illusorische Lageeinschätzung. Und für die SPD handelt es sich um einen Wahlkampfhaushalt, der die wahren Probleme des Landes ignoriert. Die Koalition aus CDU und Grünen hält ihr solides Konzept jedoch für den richtigen Weg aus den aktuellen und auch aus den zukünftigen Schwierigkeiten. Ich glaube, dass dieser Haushalt sehr klar zeigt, dass wir das ernst meinen, dass wir Kurs halten wollen, auch in schwierigen Zeiten. Und dass wir in diesem Doppelhaushalt auch zeigen, dass wir als schwarz-grüne Koalition handeln. Mitte Oktober bringt die Regierung ihren Entwurf in den Landtag ein. Dann wird es den ersten Schlagabtausch mit der Opposition zum Doppelhaushalt geben. Ja, ob das denn sinnvoll ist, was die Landesregierung da gerade plant, das fragen wir jetzt unsere Korrespondentin Ute Weltstein. Erstmal hallo Ute. Hallo Christin. Macht das denn aus deiner Sicht Sinn, dieser Doppelhaushalt? Also das ist üblich in einem Wahljahr und nächstes Jahr sollen ja Landtagswahlen sein. Dann wird man wahrscheinlich gerade Koalitionen verhandeln, während man das nicht belasten will mit finanziellen Verhandlungen. Also das ist in diesem Sinne natürlich sinnvoll zu sagen, wir entlasten die nächste Zeit, indem wir jetzt schon mitplanen. Aber dass das hier ein sehr unsicherer Haushaltsentwurf ist, das ist, glaube ich, auch jedem klar, der damit zu tun hat. Denn die Zeiten sind unsicher, du sagst es. Was passiert mit Corona? Wir haben einen Krieg in Europa, die Inflation ist hoch, die Energiepreise auch und keiner weiß, was das für finanzielle Auswirkungen auf das Land Hessen haben wird. Nächste Woche schon sieht die Welt wieder anders aus, wenn Bund und Länder verhandeln, wer die Kosten für das dritte Entlastungspaket zu tragen hat. Die 1 Milliarde, die da bisher für Hessen vorgesehen ist, die will die Landesregierung runterhandeln. Also da weiß man noch nicht, was rauskommt, da wird neu gerechnet. Deshalb ist das hier ein Haushaltsentwurf mit Ablauf. Auflaufdatum, würde ich mal sagen. Aber man braucht ja eine Grundlage, mit der man arbeiten kann. Und so ein Haushalt muss halt erstellt und eingebracht werden. Ja, mit Ablaufdatum und auch mit einem großen Fragezeichen. Klappt das denn nämlich alles ohne neue Schulden? Das will die Regierung, das hat sie sich vorgenommen. Sie will die Schuldenbremse einhalten. Und das heißt, im nächsten Jahr soll es eine schwarze Null geben, also keine neuen Schulden. Und im Jahr darauf will sie sogar Schulden zurückzahlen. 110 Millionen Euro sind vorgesehen an Rückzahlungen. Das klingt ja erstmal gut. Ich denke auch, das wird wahrscheinlich im Großen oder Ganzen gelingen. Aber man darf hier eines auch nicht aus den Augen verlieren. Jetzt im laufenden Jahr hat Hessen fast 1 Milliarde Schulden aufgenommen. Vor 2 Jahren, als es mit Corona losging, über 2 Milliarden. Und der Gesamtschuldenberg von Hessen summiert sich auf über 45 Milliarden Euro. Also da ist eine ganze Menge an Schulden abzutragen, auch wenn man jetzt nicht noch mal was draufpackt. Ja, das ist ein dickes Paket, auch für die zukünftigen Generationen leider. Dankeschön, Ute, für deine Einschätzung.
Ja, und das ist nicht das einzige dicke Paket. Es geht auch wieder ums Klima. An diesem Freitag die Fridays for Future-Demonstranten. Die waren auch heute wieder auf den Straßen in Hessen. Aber ganz so viele wie vor 3 Jahren am Anfang dieser Bewegung waren es nicht. Es sind ja immer Schülerinnen und Schüler, die fürs Klima demonstriert haben. Es waren Tausende. Fridays for Future ist noch da. Aber sie sind leiser geworden. So, alle, die sich vorstellen können, Ordner zu machen, bitte hier hinkommen. Eine Bewegung sucht nach Helfern. Über 1500 Demonstrierende haben sich heute hier zum Weltklimastreik in Kassel versammelt. Vor 3 Jahren waren es nach eigenen Angaben noch 10-mal so viele. Und ein Blick in die Menge verrät, streikende Schüler sind längst nicht mehr in der Mehrheit. Geht der Bewegung also langsam die Luft aus? Ein Tag vorher. Die Ortsgruppe Kassel trifft letzte Vorbereitung. Die Wagen für die Lautsprecher müssen montiert werden. Einen ganzen Tag haben sie dafür gearbeitet. Bastelarbeit. Hier sitzen 2 Leute, die trampeln. Und vorne sitzt eine Person, die lenkt. Und damit können wir dann den Anhänger ziehen. Bringen das auch gleich nochmal davor. Wir müssen es eh nochmal ausprobieren. Hat schon gehalten. Und wie gut funktioniert das? Nicht gut. Wie immer werden sie auch dafür eine Lösung finden. Jonathan Faust ist von Anfang an dabei. Seit diesem Jahr ist er mit dem Abi fertig. Weiter engagieren will er sich trotzdem. Die Anfangseuphorie ist natürlich weg. Am Anfang war ganz viel Energie da, ganz viele Leute sind zu den Demonstrationen gekommen. Trotzdem bleibt das Thema ja aktuell und weiter auch wichtig. Und das sehen wir auch eben darin, dass immer noch in über 200 Orten in Deutschland und auf der ganzen Welt natürlich noch mehr Orten gestreikt wird. Am Tag der Demo gehen die Vorbereitungen in die finale Phase. Logi Bernhard gibt letzte Infos an das Organisationsteam. Hier sind sie noch, Schüler, die heute die Schule schwänzen, um sich politisch zu engagieren. Ganz viele Monate Arbeit, die wir jetzt hier reingesteckt haben, die jetzt final ihre Ergebnisse findet. Wir sind viel strukturierter. Also wir haben diesen Streik primär durch vergangene Muster organisiert. Als sich der Trott in Bewegung setzt, kommen aus anderen Großstädten in Hessen keine guten Meldungen. Auch dort fällt die Beteiligung eher mau aus. In Frankfurt zum Beispiel haben sich nach Polizeiangaben nur 1200 Menschen versammelt. Vergangenes Jahr waren es noch über 5000. Bei den Demonstrierenden Gedanken, wie es weitergehen könnte. Im Moment muss die Bewegung so ein bisschen Luft holen, um dann mit mehr Kraft auch wieder, wenn dieser Krieg vielleicht hoffentlich bald ein Ende findet, dann nochmal neu sich an auf den Weg zu machen. Es geht jetzt auch wieder viel um Krieg, es geht um andere Krisen. Viele, weiß ich nicht, sitzen einfach zu Hause und denken, wir müssen nichts machen, aber es muss was gemacht werden. Und die sollten sich wieder aufraffen, ihren Arsch von der Couch bewegen und losgehen. Fridays for Future. Im 4. Jahr der Bewegung zeigt sich, Menschen auf die Straße bringen kann sie noch immer. Doch als Stimme einer streikenden Generation von Schülern wird sie leiser. Ja, und von kampfesmutigen Demonstranten kommen wir jetzt zu einer politischen Auseinandersetzung. Die hessische AfD droht Ministerpräsident Rhein mit juristischem Ärger. Jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Marcel. Ja, die AfD wirft Rhein also vor, seine Neutralitätspflicht als Ministerpräsident verletzt zu haben. Unter anderem bei einer Pressekonferenz hatte Rhein ja die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz begrüßt und die Partei als im Kern radikal und gefährlich bezeichnet. Die AfD hat deswegen 2 Abmahnungen versenden lassen. Rhein hat uns, dem HR, gesagt, er sehe der Ankündigung gelassen entgegen. Er lasse sich das Wort nicht verbieten, vor allem nicht von der AfD. Unbekannte haben 2 mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Gasflaschen auf die Zufahrt des iranischen Generalkonsulats in Frankfurt geworfen. Es ist niemand verletzt worden, lediglich in einem Blumenbeet habe es einen kleinen Schaden gegeben. Jetzt sucht der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Täter. Die Ermittler gehen von 3 Männern aus. Aktuell kommt es im Iran zu Protesten. Auslöser dort ist der Tod einer 22-jährigen Iranerin. Sie ist in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Die Hintergründe hier sind noch unklar.
Ja, eine baufällige Brücke im Nordwesten von Frankfurt, die sorgt seit Monaten für massive Verkehrsbehinderungen. Und zwar sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße und am Wochenende. Da soll die Brücke zumindest teilweise repariert werden. Wegen der Reparaturarbeiten an der Bahnbrücke, die auch über die A5 führt, ist die Autobahn von heute Abend bis Montagmorgen in Richtung Norden gesperrt zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz. Betroffen von der Sperrung auch die S-Bahnen der Linie S5, die so lange nicht zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Süd fahren können. Die exakten Zeiten dazu finden Sie auf hessenschau.de. Die 30 Kurorte und Heilbäder in Hessen, die haben wirklich im Moment ein sehr großes Problem. Erst blieben monatelang die Menschen weg wegen der Lockdowns in diesen Corona-Zeiten. Jetzt die explodierenden Energie- und Heizkosten. Wie sollen da die Heilbäder überlegen? Heute sind sie mit ihren großen Sorgen in die Öffentlichkeit gegangen. Mollig warme 32 Grad im Sohlewasser der Werratal-Therme. In Bad Soden-Allendorf geht man angesichts der explodierenden Energiekosten einen ungewöhnlichen Weg. Gas geben anstatt runterfahren. Die Therme ist im Prinzip die Schlüsselinfrastruktur für den ganzen Ort. Wir leben vom Tourismus, wir leben von der Kur. Die Gäste zahlen den vollen Preis und bekommen dafür auch die volle Leistung. Das ist gewissermaßen der Deal. Wir treffen Bad Soden-Allendorfs Kurdirektor während einer Versammlung des Hessischen Heilbäderverbandes. Es herrscht Krisenstimmung. Corona und Energiekrise treffen die Kurorte mit voller Wucht. Wir wissen, es wird teurer, wenn wir auflassen. Es wird noch teurer, wenn wir zumachen. Das geht nur auf, wenn, wie gesagt, die Gästezahlen in etwa gleich bleiben. Besser wäre natürlich, wenn sie steigen. Und das funktioniert wiederum nur, wenn wir die volle Leistung anbieten, wie bisher auch. In Hessen gibt es 30 Heilbäder und Kurorte. Sie alle stehen vor ein und demselben Problem. Sie wollen und müssen ihre Infrastruktur erhalten, kämpfen aber auch mit den enormen Kosten. Finanzielle Unterstützung gibt es vom Land Hessen bereits durch den sogenannten Bäderpfennig, eine jährliche Sonderzahlung zum Erhalt des Gesundheitsangebots, wie zum Beispiel einem Kurpark, ein Gradierwerk oder einer Therme. Nur reicht die zur Unterhaltung der Infrastruktur längst nicht mehr aus. Wir haben Umsatzverluste von rund 850 Millionen pro Jahr, davon gehen wir aus. Das fehlt nicht nur uns als Heilbädern, sondern tatsächlich unseren Partnern auch vor Ort. Denn weniger Kurgäste bedeutet zwangsläufig auch weniger Umsatz für Gastronomie und Kleingewerbe. Pandemiebedingt seien die Reha-Kliniken noch immer nicht voll ausgelastet, wie hier in Bad Wildungen. Ein wirtschaftliches Desaster. Langfristig, wir sind mit den Klinikbetreibern natürlich im engen Austausch, könnte es sein, dass Personal abgebaut wird, dadurch weniger Übernachtung generiert werden. Wenn dann erstmal auch Entlassungen drohen oder einzelne Häuser sogar schließen müssten, das wäre die größte Katastrophe. Eine Schließung wäre auch für die Werratal-Therme in Bad Soden-Allendorf eine Katastrophe. Hier versucht sie nun auf anderem Wege Energie und damit Kosten zu sparen, beispielsweise bei dem Abschalten der Wasserfontäne im Park. Langfristig jedoch fordern hessische Kurorte mehr staatliche Unterstützung, damit sie erhalten bleiben, auch nach der Krise. Bleibt nur die große Lehre nach dieser Documenta 15, die ja am Wochenende in Kassel zu Ende geht? Oder wird es ein großes oder mehrere Kunstwerke geben, die als Erinnerung üblich bleiben an diese Documenta? Das ist ja eine gute Tradition in Kassel. Ja, es wurde viel gestritten in dieser Documenta über Antisemitismus, aber man möchte natürlich in der Rückschau etwas haben, was die Leute weiter angucken können, was eben nicht skandalbehaftet ist. Am Geld soll es jedenfalls nicht scheitern. Bis zu 600.000 Euro gibt es dafür von Stadt und Land. Ja, was damit passiert? Großes Fragezeichen. Es sind große Fußstapfen, in die das Kunstwerk treten muss, das von der Documenta 15 bleibt. Die Spitzhacke von der Documenta 7, der Rahmenbau von der Documenta 6 oder die Fremden von der Documenta 9. Damals wie heute hieß der Documenta-Geschäftsführer Alexander Fahrenholz. Ich glaube, so etwas wird man jetzt bei der Documenta 15 nicht identifizieren können. Dieses eine Werk, das für die Documenta steht. Ich glaube ohnehin, dass das Prozesshafte bei der Documenta 15 das Entscheidende ist.
Einer der öffentlich gehandelten Top-Favoriten für den Ankauf ist im Fridericianum zu sehen. Die brasilianische Künstlerin Graziella Kunsch lässt in ihrer Krippe Public Daycare Kleinkinder ungestört spielen. Ihre Eltern sollen sie dabei beobachten und dadurch von ihnen lernen. Auch für das Kuratorenteam Juan Krupa ist die Krippe der Favorit. Wir haben uns gestern erst darüber unterhalten, was wir hier behalten würden und fanden die Kleinkinderkrippe am besten. Dort lernen Babys voneinander. Das ist sehr interessant. Allerdings dürfen weder Geschäftsführer noch Kuratorenteam mitbestimmen, was in Kassel bleibt. Dafür ist die Ankaufskommission der Stadt zuständig. Gerne hätten wir mit Oberbürgermeister Christian Geselle dazu ein Interview vor der Kamera geführt. Leider hat er das abgelehnt. Die Documenta-Besucher sind da deutlich auskunftsfreudiger. Was mich sehr beeindruckt hat, waren da hier in der Documenta-Halle am Anfang diese afrikanischen Kunstwerke, das mit den vielen Messern, fand ich sehr beeindruckend, musste ich auch länger drüber nachdenken. Die Ausstellung im Hallenbad Ost, war das gestern Hallenbad Ost, richtig, ja genau. Die war ja sehr politisch irgendwie, die indonesische Ausstellung und sehr detailreich, ein bisschen dark, sage ich mal, dunkel auch. Hat einen schon zum Nachdenken angeregt, auf jeden Fall. Die Küche da vorne, diese solidarische Küche, dass man so zusammen kochen kann. Oh ja, stimmt. Kann man hier lassen. Ich meine, auch das, wo wir gestern waren, wo der Film drin läuft über die Secondhand-Klamotten im Park. Gerüchten zufolge ist das Secondhand-Kunstwerk Return to Sender aber nicht in der engeren Wahl. Ebenfalls angeblich aus dem Rennen sind die schwimmenden Gärten, die lange Zeit sogar als Ankaufsfavorit galten. Erhalten bleiben wird aber wohl ein Star der Documenta 15, der gar nicht zum offiziellen Programm gehört hat. Das privat betriebene Ahoi-Bootshaus. Hier wurde der Fulda-Strand kurzerhand zu Full d'Azur. Der Biergarten sollte nur einen Sommer lang öffnen. Jetzt wollen die Macher aber bei der Stadt die Genehmigung für die kommenden Jahre beantragen. Der Grund? Ganz einfach. Das war wirklich ein großartiger Sommer. Also ich muss das Ganze noch alles mal ein bisschen resümieren, aber es war wirklich ein gutes Gefühl. Wirklich tolles Feedback bekommen von den Gästen. Das Leben am Fluss hat dir gefehlt. Welche Kunstwerke in Kassel bleiben und uns an die Documenta 15 erinnern werden, will die Ankaufskommission bis Ende November bekannt geben. Ja, da dürfen wir also gespannt sein. Jetzt kommen gleich die Nachrichten. Trotz des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie gibt's gute Wirtschaftsnachrichten. Nochmal mit dir, Marcel. Die hessische Wirtschaft hat zugelegt in der ersten Hälfte des Jahres, preisbereinigt um 3,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das zeigt das Bruttoinlandsprodukt, das Verantwortliche des Statistischen Landesamtes heute veröffentlicht haben. Zugelegt habe vor allem das Gastgewerbe, der Kulturbereich und auch die Luftfahrt. Der Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat vor zunehmend heißeren Sommermonaten gewarnt. Das Extremwetter sei kein Ausreißer nach oben, hat Thomas Schmidt gesagt. Zur Mitte des Jahrhunderts seien solche Sommer keine Ausnahme, sondern eher die Regel, wenn nicht endlich aktiv etwas getan werde. Hessen hatte in diesem Sommer den trockensten und sonnigsten Sommer, seit die Wetterdaten aufgezeichnet werden. Das zeigt die vorläufige Bilanz des Landesamts. Ja, und eisige Welten, die haben so eine ganz besondere Wirkung, ganz faszinierend. Die Stiftung Kunst und Natur widmet dieser Faszination in Bad Homburg jetzt eine eigene Ausstellung, Ewiges Eis. Das Abschmelzen eines Gletschers, festgehalten auf zwei Fotos eines isländischen Fotografen oder die Fotoserie Ein Inuit, Porträts einer Volksgruppe. Nur zwei Beispiele aus einer Ausstellung, die sie mitnimmt auf die Erkundung beeindruckender weißer Landschaften. Dazu gibt's Hintergründe zur Klimageschichte und über die tiefgreifenden globalen Veränderungen durch den Klimawandel. Zu sehen ist diese Ausstellung am Sonntag bis Mitte Februar. Und das waren die Nachrichten. Jetzt geht's in den Taunus. Christine. Ja, ganz genau so ist es, Marcel. Das ist der neue Konzertsaal, das Herzstück. Kasalsforum heißt das, von der Kronberg Academy. Die ist ja wirklich renommiert, bildet tolle klassische Musiker aus. Ja, und Kronberg gilt auch als Welthauptstadt des Cello. Hier also heute Abend das erste Konzert. Und in der Pause ist unser Reporter Bernd Arnold mal hingegangen zu uns und übermittelt uns, wie hört sich das dann an in diesem tollen Saal.
Ja, das war schon ein echtes Gänsehautgefühl. Allerdings, die Cello-Suite Nummer 1 von Bach ist natürlich auch so ein Gänsehautding. Aber diesmal war die Gänsehaut noch ein bisschen stärker. Naja, gut, ich muss zugeben, war ein bisschen laienhaft erklärt. Aber wir haben einen Profi bei uns, der künstlerische Leiter. In Ihrem Prospekt steht drin, für uns ist es nicht nur ein Fest heute, sondern es ist auch ein riesiger erster Soundcheck. Wie ist der Soundcheck ausgefallen? Fantastisch. Also es ist wirklich wunderbar. Wir haben ja jetzt verschiedene Formationen gehört, vom Solostück bis zu einem Oktett, also bis 8 Musiker. Und das Ergebnis war fantastisch und wir sind überglücklich. Und das hat sich auch schon bei den Proben so abgezeichnet, dass es hier so wunderbar klingt. Aber da waren ja auch unendliche Tests und unser Büro für Akustik und die Architekten haben ja über Jahre Fantastisches geleistet. Und wir sind sehr froh, dass das so gut geklungen hat. Dann lassen wir uns ganz kurz reinhören. Nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Was haben wir gerade eben gehört? Wir haben gehört eine Uraufführung von Olli Mustonen. Das ist ein wunderbarer Pianist und Komponist aus Skandinavien. Und wir haben ein Stück für 4 Celli gehört, In Memoriam Pablo Casals. Das war uns natürlich wichtig hier als Casals-Forum. Und wir als Kronberg Academy, als Ausbildungsinstitution, verwenden uns natürlich sehr für die neue Musik. Also es ist uns ganz wichtig, auch Musik von zeitgenössischen Komponisten zu spielen. Lass uns ganz kurz über den Bau sprechen. Das ging ja doch sehr schnell. Der Hessische Rundfunk hat es eine ganze Weile mitbegleitet, innerhalb von 5 Jahren. Ja, also, dass wir diesen Termin einhalten konnten, das grenzt wirklich an ein Wunder, gerade in diesen Zeiten. Und wir haben leichtfertig vor 2,5 Jahren genau diesen Tag festgelegt. Und deswegen sind wir überglücklich, heute eröffnen zu können. Wenn Sie natürlich draußen vorbeigefahren sind, da haben Sie gesehen, da liegt noch ein bisschen der eine oder andere Staub. Aber hier im Saal ist ja alles picobello und wir freuen uns auf die Besucher in der Zukunft. Und ich glaube, das Casals-Forum ist wirklich ein Besuch wert. Dankeschön für Ihre Eindrücke. Wir sind ja gerade in der Umbaupause, deswegen ist eigentlich Pause, da passiert nichts. Aber es passiert halt doch was. Denn Julius Asal hat gesagt, ich spiele euch jetzt nochmal was vor. Aber jetzt Ihr Auftritt heute, der erste Auftritt in diesem großen Saal. Wie war es denn für Sie vom Klangerlebnis? Es ist unglaublich. Man hat wirklich das Gefühl, dass man so mit dem Publikum in Kontakt treten kann durch den Klang, der irgendwie ganz besonders zurückreflektiert wird. Das hat man wirklich in den renommiertesten Konzertsälen sehr selten. Und wir verabschieden uns musikalisch. Dankeschön, Julius Asal. Ja, tolle Klänge, die Julius da mit dem Klavier zaubert. Ich zieh den Hut. Ja, wird schon schön, wenn ich auf die Finger schaue. Da muss man echt begabt sein. Das ist großartig, wenn man es kann. Heute Abend gibt es noch mal eine Spätausgabe, 22:15 Uhr. Ja, und danach 7:45 Uhr im HR-Fernsehen ein Ausflug an die Kapverdischen Inseln. Das wird richtig schön mit Bergen und mit Meer. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.